du! Ja, genau du! Du willst ein guter YouTuber sein? So richtig mit massiven Klicks und jede Menge YouTube-Money? Dann pass jetzt mal auf, denn mit Tomatenmann lernst du es, wie es richtig geht. Heute Lektion Nummer 1, das richtige Sprechen. Neben einer markanten Begrüßung... Den immer fröhlichen Grenzdebilen... Film 11. Und natürlich einer positiv sexuellen Ausstrahlung ist eine saubere und akzentfreie Aussprache besonders wichtig. Hier mal ein Negativbeispiel, unterstützt von der besonders praktischen und absolut fehlerfreien Untertitelfunktion bei YouTube. Servus, meine Freund. Ich habe mir letzte Woche ein richtig geiles Spiel gekauft. Und zwar nämlich GTA 5. Das ist so geil, das Ding. Ich sag's euch, das hat eine richtig geile Story und da kann man noch dazu drei verschiedene Typen spielen. Und da kann man richtig lustigen Blödsinn machen. Man kann Leute überfallen und Autos flattern und Banken überfallen. Das macht einfach nur Spaß, das Ding. Ich sag's euch. Und noch dazu kannst du sogar mit deinen ganzen Haberer online spielen. Also ich sag's euch ganz ehrlich, holt's euch das Ding. Ernsthaft. Was ist denn los? Man versteht mich da sehr gut. Seht ihr, versteht kein Schwein, nicht mal die hundertprozentig genaue YouTube-Untertitelfunktion. Und wer nicht verstanden wird, kriegt keine Klicks, keine Millionen und keine Schicks. Daher schau dir immer Tomatenmann, lass uns spielen an, wo auf eine korrekte deutsche Aussprache Wert gelegt wird. Guten Tag, werte Damen und Herren, und willkommen bei Tomatenmann, lass uns spielen. Wir spielen Wolfenstein, das alte Blut, oder das alte Schloss, ich hab's vergessen. Und zwar auf der Spielstation Nummer 4. Oh, ich höre Kameraden. Kameraden, oh, ein Fernsehaufzeichnungsgerät. Aber Kameraden, grüß doch mal. Wer nicht grüßt, muss weg. Sauerei, sowas von unhöflich, kann ich gar nicht gebrauchen. Warte, du harter Lump, dich krieg ich auch noch. Was, Limit erreicht? Mein Limit ist niemals erreicht. Oh, Tür. Ach, zu. Ich habe meinen Kellerschlüssel wieder vergessen. Noch so ein unhöflicher Schurke. Ich werde ihn umnieten. Und hier nochmal der Floxis nach einer Woche Tomatenmann schauen. Hallo, meine Freunde. Ich habe mir letzte Woche ein richtig geiles neues Spiel gekauft. Nämlich GTA 5. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Das hat eine richtig geile Story. Und noch dazu kann man drei verschiedene Typen spielen. Und da kann man richtig lustigen Blödsinn machen. Man kann Leute ausrauben und Autos klauen und Banken überfallen, lauter anderen Scheiß machen. Und das Beste daran ist, dass man es mit seinen ganzen Freunden online spielen kann. Also ganz ehrlich, holt euch das Ding. Das macht einfach nur Spaß. Na, seht ihr, geht doch. Und das nächste Mal lernt ihr bei Tomatenmann YouTube Training, wie man ein Thumbnail erstellt mit möglichst vielen Brüsten. Also schaut doch das nächste Mal wieder rein. Alles für die Klicks, alles für die YouTube Money. Unter Punkt 5, Schutz der Rechte anderer Personen, heißt es wörtlich: Du wirst unsere Urheberrechte bzw. Markenzeichen einschließlich Facebook, die Facebook und F-Logos, FB, Facebook, Book und Wall oder irgendwelche anderen ähnlichen leicht zu verwechselnden Zeichen ohne ausdrückliche Genehmigung in unseren Markenschutzrichtlinien bzw. ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis nicht verwenden. Aber dafür brauche ich erstmal ein bisschen Epic Music. Nein! Nein! Was ist das? Nein! Bin ich hier sicher? Nee. Oh, bin ich überhaupt nicht. Oh, das hätte mich gerade fast volle Granate erwischt.